Vor fast einem Jahrhundert schrieb der Professor Charles Dodgson aus Oxford, besser bekannt als Lewis Carroll, eine einfache und faszinierende Geschichte. Alice im Wunderland. Aber vielleicht war diese Geschichte doch nicht so einfach. Wir werden nämlich noch sehen, dass Lewis Carrolls Wesen aus dem Wunderland den Schwächen einiger sehr realer Menschen nachempfunden sind. Die Grinsekatze, so sagt man, ist in Wirklichkeit ein Dekan in Oxford. Die Herzkönigin ist die Queen, der verrückte Hutmacher ist ein Schneider, das weiße Kaninchen der Vizekanzler und so weiter. Sie sind beschäftigt. Vergeben Sie mir, werter Freund. Aber Sie brauchen doch Schwämme. Und ich sage, meine sind die besten. Ich bin wirklich untröstlich, mein Herr. Guten Morgen. Guten Morgen, ja. Was gibt es, Francis? Nur eine Kleinigkeit, Henry. Ein kleines Problem. Und doch höre ich schon das Grummeln eines fernen Gewitters. Ich sehe mich leider gezwungen, wieder über Dodgson zu sprechen. Oh, er widmet sich den Theatern in London. Ich gab ihm die Erlaubnis. Oh. Ruhig, ruhig, Francis. Jedermann hat seine eigenen Neigungen. Sie mögen Herzoginnen, er bevorzugt das Theater. In seinem Fall ein harmloser Zeitvertreib, einer von vielen. Seine letzte kleine Unverschämtheit war ein Gedicht, freundlich ausgedrückt, adressiert an die Königin. Er schlägt vor, dass die Glocke, unsere Glocke, Great Tom, nach 200 Jahren entfernt werden soll. Wer hat es denn veröffentlicht? Bis jetzt noch niemand. Soweit wir wissen, will er es der Königin bei ihrer Ankunft vortragen. Der Mann ist verrückt. Geradezu gefährlich. Urteilen Sie selbst. Und wo haben Sie das her? Oh, es fand seinen Weg zu mir. So etwas kommt doch immer wieder vor. Sollen wir das Kollegium einberufen? Nein, nein, ich werde mich gleich darum kümmern. Gleich also. Er ist da draußen, mit ihren Kindern zugange. Ruhig, Alice. Alice, piep, piep. Ich kann mir nicht helfen. Da ist eine Fliege auf meiner Nase. Es gibt keine Fliegen in China. Nur Drachen oder Greife. Nun gut. Der Auslöser ist im Gras versteckt für alle Fälle. Dann nehme ich meinen Platz unter euch Heiden ein. So. Ich zähle jetzt bis 10. Ich halte dazu die Luft an und grunze dann 10-mal, genau wie wir es geprobt haben. Fertig? Aber Mr. Dodgson... Kein Aber, keine Erinnerungen, Augen in die Kamera. Fertig? Hm? 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 Chinesen. Sehr hübsche Kostüme. Ja, die habe ich von einem arbeitslosen Schauspieler. Begleiten Sie mich, Dodgson. Ich habe mit Ihnen zu reden. Ich habe den Eindruck, dass Sie Oxford verlassen möchten. Oxford ist wie ein Kolibri, Dodgson. Darauf angewiesen, dass die Winde günstig wehen. Und wird man erst einmal davongetragen, dann hört man vielleicht niemals auf, sich zu wünschen, dass man eines Tages zurückkehrt. Aber vielleicht irre ich mich ja auch. Oh ja, bestimmt, Dekan. Fällt Ihnen eins meiner Kinder zur Last? Ganz im Gegenteil. Ich will Oxford wirklich nicht verlassen. Es ist nur... Nur weiter. Nichts verändert sich hier jemals. Wenn das nicht so wäre, wäre es nicht mehr Oxford. Great Tom zum Beispiel. Ich habe den Eindruck, Sie wollen da etwas ändern. Sie war ein Geschenk von Charles II. Charles II. Wird auch nicht persönlich seit 1685 von ihr gestört. Für Sie ist sie ein lärmendes Ärgernis? Nicht nur ich. Jeder sagt das. Zumindest privat. Und wir haben nicht den Mut, das dem Souverän mitzuteilen? So ist es, Sir. Irgendjemand sollte das tun, nach 200 Jahren. Nun gut, denn Sie können es ihr selbst sagen, wenn sie uns nächste Woche besucht. Thank you.
Und wie ist der Name des Dekans? Dr. Liddell. Dr. Liddell. Er hat drei junge Töchter, Lorena, Edith und Alice. Lorena, Edith und Alice. Er schreibt griechische Rätsel und hat eine Sammlung von Wiegendrucken in seiner Bibliothek. Wiegendrucke? Alte Bücher. Na, schon aufgeregt? Kein bisschen, Sir. Liddell? Mrs. Liddell wünscht Sie bezüglich des Arrangements für den hohen Besuch in unserer Stadt sofort zu sehen. Im Übrigen fände ich es doch sehr angemessen, wenn die Kinder auf ihren Zimmern bleiben würden. Ihre Kinder wären tief enttäuscht, wenn sie nicht dabei sein dürften. Und wenn sie hoch und heilig versprechen, sich zu benehmen. Ja, sie wirken nicht begeistert von der Tatsache, dass sie auf ihren Zimmern bleiben müssen. Aber keine Angst, von dem Kuchen bleibt sicher noch mehr als genug übrig. Oh, hallo, Dudson. Wenn es stimmt, was ich höre, werden unsere Ohren es Ihnen noch danken. Ich leide schon seit 18 Jahren unter dieser Glocke. Alice? Muss ich wirklich auf meinem Zimmer bleiben? Muss ich? So will es der Vizekanzler. Aber ich will doch die Königin sehen. Hallo, Dinah. Dinah will sie auch sehen. Oh, das geht nun wirklich nicht. Eine Katze darf doch die Königin ansehen. Ganz genau wie in dem Lied. Das ist doch nur eine Metapher. Und ich bin sicher, darin ging es um einen König. Oh, ich werde Ihnen nie wieder was glauben. Sie sind mir kein Freund. Nun, wenn das so ist, nehme ich das wieder mit. Sie haben es gestohlen. Sie haben eines der Törtchen der Königin gestohlen. Lecker. Die Königin kommt. Darf ich vorstellen, den Dekan Dr. Liddell. Und wie geht es Ihnen? Und wie geht es Lorena, Edith und Alice, Dr. Liddell? Sehr gut. Vielen Dank, Madam. Ich fühle mich durch euer Interesse an meinen Kindern sehr geehrt. Darf ich euch Mr. Swinton vorstellen, unseren Leiter der literarischen Fakultät? Hier unser Lehrer für Mathematik, Mr. Charles Dodgson. Auch bekannt als Lewis Carroll. Ich habe einige Ihrer reich illustrierten Werke gelesen. Bezaubernd, wirklich bezaubernd. Um was geht es denn in Ihrem neuesten Gedicht? Es betrifft die Tradition. Es ist ein Gedicht über die Glocke. Unsere Glocke von Christchurch, Great Tom. Ja, diese prachtvolle Glocke. Es ist beruhigend zu wissen, dass, was auch passiert, Great Tom in alle Ewigkeit schlagen wird. Äußerst beeindruckend. Wirklich beeindruckend, nicht wahr? Äußerst beeindruckend. Jetzt, wo Sie es sagen, nichts an unserer Universität ist so beeindruckend wie das Läuten von Great Tom. Darf ich euch etwas Tee anbieten? Oh, Tee. Wir würden uns sehr darüber freuen.
Und danach sollten wir in Ihre Bibliothek gehen und einen Blick auf Ihre Sammlung von Wiegendrucken werfen. Dort vor euch seht ihr die Kutsche der Königin, während alle noch auf der anderen Seite der Brücke sind. Aber die Königin selbst ist noch im Haus. Ja, aber in der Bibliothek. Wir waren schon ein Dutzend Mal in der Bibliothek. Aber noch nicht mit der Königin. Ganz genau, denn dort könnte ich euch keine Geschichte erzählen. Eine Geschichte? Eine Geschichte über ein kleines Mädchen mit Namen Alice. Die will ich nicht hören. Was macht Alice denn? Sie besucht ein merkwürdiges Land, in dem merkwürdige Leute merkwürdige Dinge tun. Nun, dann erzähl. Doch, erzählen, erzählen! Nein. Doch die Augen sagen ja. Dann hoffe ich, dass darin Tiere vorkommen. Und Unsinn. Was könnte schöner sein? Also gut, so trug es sich zu. Alice wurde langsam sehr müde, als sie mit ihrer Schwester am Ufer saß und in den Tag hineinträumte. Auf einmal ging ein weißes Kaninchen mit großen Augen an ihr vorbei. Brennend vor Neugier lief sie los. Sie kam gerade noch rechtzeitig, um es in einem großen Kaninchenbau verschwinden zu sehen. Dieser Brunnen ist sehr tief. Oder ich falle nur sehr langsam. Oh, wie merkwürdig das ist. Es macht mir nichts aus, eine Treppe herunterzufallen. Wie mutig sie mich zu Hause finden werden. Ich würde nicht viel Aufhebens machen, selbst wenn ich von der Dachspitze herunterfiele. Welchen Breiten- oder Längengrad ich wohl schon bin. Ich muss ungefähr am Mittelpunkt der Erde sein. Merkwürdig. Sehr merkwürdig. Ach du je, ich habe ganz vergessen, wie spät es ist. Was wird nur die Königin sagen?
auf, so grob zu bürsten. Ich konnte gerade nicht anders. Die 7 hat mir den Ellbogen verdreht. Genau. Schiebe die Schuld nur immer auf die andere. Sei lieber still. Erst gestern habe ich gehört, wie die Königin sagte, du solltest besser geköpft werden. Weswegen? Das geht dich gar nichts an. Ich bin sicher, die Königin würde gerne wissen, was ihr hier tut. Warum bemalt ihr denn diese Rosen? Ja, nun, das ist so, Sir. Das hier sollte eigentlich ein Baum mit roten Rosen sein. Genau. Wir haben aus Versehen weiß angestrichen. Und wenn die Königin das herausfinden sollte, verlieren wir alle unseren Kopf. Sie verstehen, Sir? Ja, ich verstehe. Sie werden es doch nicht der Königin sagen. Sie würde uns hinrichten lassen, Sir. Bitte, Sir, sie steckt noch auch einmal in unseren Schuhen. Ja, aber ich war klug genug, sie auszuziehen. Und heute spiele ich Crockett mit der Königin. I was the very least of the very largest litter of the very poorest family in the wood. My troubles never ceased and my life was very bitter till I learned the knack of grabbing what I could. He followed all the rules, all right, all right. The rules I make up as I go along. Say day is night. I thought what an awful dunce. To say that day is night is silly. I'll tell her so at once. But when I saw that the woman was the queen, the case was not the same. But she said it once again. Yes. And I cried, Your Majesty. Yes. I absolutely agree with you. That was day the day. Zu groß. Könnte ich mich nur zusammenschieben wie ein Teleskop? Es ist einfach zu sagen, trink mich. Aber ich habe gehört, wenn man aus einer Flasche mit der Aufschrift Gift trinkt, dann bekommt einem das schlecht. Auf dieser Flasche steht nichts davon. Er schmeckt wie ein Gemisch aus Kirschkuchen, Sahnesoße, Ananas und Putenbraten. Was für ein merkwürdiges Gefühl. Ich gehe gewiss zu wie ein Teleskop. Jetzt habe ich die richtige Größe, um in diesen lieblichen Garten zu gehen. Ich bin kaum größer als 25 Zentimeter.
sein. Wieder kleiner und kleiner. Warte, das liegt an dem Fächer. Es ist salzig. Ich muss ins Meer gefallen sein. Das ist nicht das Meer. Das sind die Tränen, die ich vergossen habe, als ich so groß war. Ich wünschte, ich hätte nicht so viel geweint. Ungeheuerlich! Eine Maus! Oh, Maus, weißt du, wie man hier wieder herauskommt? Ich bin schon sehr müde vom Schwimmen. Sie ist so ein liebes, zahmes Tier und sitzt gerne leise schnurrend am Feuer. Wie anschaulich, wie überhaupt anschaulich. Sitzt am Feuer und schnurrt. Schnurrt? Sagtest du Schnurrt? Schnurren? Ja. Thank you.
dich ja noch den Tod holen. Was war das? Eine ausgelaufene Badewanne. Ach, du liebe Zeit. Letztes Mal habe ich vor 10 Jahren so eine Springflut gesehen. Es war ein Wolkenbruch. Springflut. Wolkenbruch. Springflut. Die Frage ist, wie werden wir wieder trocken? Bekomme ich keine Antwort, nicht alle auf einmal. 5 gleichzeitig. Alle gleichzeitig geht am schnellsten. Wir reden, wann wir wollen. Ruhe bitte! Lass die Vertreter der mittleren Unwetter und der Springfluten berichten. Nun denn, wer hat diese Flut ausgelöst? Von uns war das keiner. So etwas war noch nie da. So völlig würdelos. Am naheliegsten ist doch, dass es ein Fremder war. Fremder? Ruhe! Die Frage ist, wie werden wir wieder trocken? Ruhe, bitte! Ich werde euch alle trocken machen. Sind alle bereit? Das ist das Trockenste, das ich kenne. Wilhelm der Eroberer. Dessen Ansprüche. Vom Papst begünstigt wurden. Von bald Anhang unter den Engländern. Edwin und Morcar. Die Grafen von Mercia. Northumbria. Ich muss doch bitten. Haben Sie etwas gesagt? Noch nicht trocken. In dem Fall stelle ich den Antrag, dass die Versammlung sich vertagt und zu wirksameren Mitteln schreitet. Marianne, was machst du denn hier? Renn sofort nach Hause und hole mir ein paar Handschuhe und einen Fächer. Mach schnell. Ich beeile mich lieber, bevor er herausfindet, wer ich bin. Er hält mich wohl für sein Hausmädchen. Schon merkwürdig, für ein Kaninchen Botengänge zu erledigen. Was für ein schönes Haus. Genau richtig für ein Kaninchen. Wenn ich noch kleiner werde, verschwinde ich noch ganz. Dies hier lässt mich bestimmt wieder wachsen. Wovon lässt sich das Mädchen denn nur aufhalten? Marianne! Du liebe Zeit, das kostet mich meine Schnurrhaare. Pat, Frank, Bill, wo seid ihr? Ich bin hier, euer Ehren, beim Graben nach Äpfeln. Der gräbt tatsächlich nach Äpfeln. Kommt sofort hierher! Was hängt da aus meinem Fenster? Das ist ein Arm, euer Ehren. Ein Arm, du Esel? Wer hat jemals einen so großen Arm gesehen? Aber trotzdem ist es ein Arm. Der hat da nun wirklich überhaupt nichts zu suchen. Schafft ihn weg. Macht, was ich euch sage, ihr Feiglinge. Nein, doch nicht. Wartet. Holt mich hier raus. Los jetzt. Eine Leiter. Los, holt die große. Nein, so wird das nichts. Oh je, was machen die wohl jetzt? Wäre ich doch bloß nicht in den Kaninchenbau gegangen. So, das hätten wir. Einer von euch steigt durch den Schornstein.
Wer von euch wird das sein? Freiwillige? Was soll ich nur tun? Da gibt es nur eins. Brennt das Haus nieder. Nein, 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 nein. Was? Ein Kiesel? Gut, versuchen wir es. Iss mich. Vielleicht werde ich davon kleiner. Alles in Ordnung. Los, hier nach! Warum verfolgen mich diese Geschöpfe bloß? Ich habe doch nichts Böses gewollt. Und das mit der Flut war doch keine Absicht. Alle gleich in Ohnmacht, ist der groß. Los, hol das Stöckchen. Die Torten der Königin wurden gestohlen. Gestohlen? Die Torten der Königin. Oh, wer könnte das gewesen sein? Ja, wer bloß? Wer würde das wagen? Ein Verbrechen. Die Schrecke. Kein ja, ein Verbrechen. Ehre. Ruf die Wachen. Das ist beispiellos. So würdelos. So würdelos. Beispiellos. So würdelos. Beispiellos. Nein, so würdelos. Es liegt auf der Hand. Das war bestimmt ein Fremder. Und wenn dieser Fremde zur Königin gebracht wird, verliert er seinen Kopf. Ja? Was ist denn das? Sir? Seht dort. Das Mädchen. Das Mädchen. Ich sage doch, dass sie es war. Sie ist der Verbrecher. Hab ich doch gesagt. Sie ist noch so jung. So jung und schon so verdorben. Kaum zu glauben. Wenn das meine Tochter im Namen der Königin verfolgt sie. Was für ein seltsamer Wald.
seltsamer und seltsamer. Wer seid ihr, Madam? Das weiß ich selbst kaum noch. Erklärt euch bitte. Ich kann es nicht erklären, Sir. Ich bin doch nicht ich selbst. Ich verstehe euch immer noch nicht. Ich kann es nicht besser erklären. Es ist sehr verwirrend, so oft am Tag die Größe zu wechseln. Welche Größe hättet ihr denn gern? Wenn es Ihnen nichts ausmacht, wäre ich schon gerne etwas größer. 10 Zentimeter sind doch ein bisschen wenig. Das ist doch eine schöne Größe. 10 Zentimeter zu wenig. Ich wünschte, ihr alle wäret nicht so schnell beleidigt. Ihr da, wer seid ihr? Ich weiß nicht. Ich kann mich an vieles nicht erinnern. Ihr könnt euch nicht erinnern. Rezitiert, ihr seid alt, Vater William. You are old, Father William, the young man dead, and your hair has become very fine. And yet you incessantly stand on your head. Do you think at your age it is right? It is right. In my youth, Father William replied to his son, I fear it might injure my brain. But now that I'm perfectly sure I have none, why I do it again and again. You are old, said the youth. One would hardly suppose that your eye was as steady as ever. Yet you balanced an eel on the end of your nose. What makes you so awfully clever? I have answered 3 questions, and that is enough, said his father. Don't give yourself airs. Do you think I can listen all day to such stuff? Be off, or I'll kick you downstairs. Be off, or I'll kick you downstairs. Herzogin, eine Einladung der Königin zum Croquet-Spielen. Von der Königin? Eine Einladung für die Herzogin? Zum Croquet-Spielen?
Sollten das womöglich die Torten der Königin sein? Bitte, Sir, erzählen Sie es nicht Ihrer Majestät. Erzählen was denn? Ihr habt sie nicht gestohlen. Habt ihr nicht gehört? Sie wurden von einem Fremden gestohlen. Es hat keinen Sinn zu klopfen. Und das aus zwei Gründen. Erstens bin ich auf derselben Seite der Tür wie du. Und zweitens machen die da drin so einen Lärm, dass sie nichts hören können. Hören können. Vielleicht können Sie mir helfen. Dein Klopfen hätte vielleicht einen Sinn, wenn wir die Tür zwischen uns hätten. Wenn du drin wärst, könntest du klopfen und ich würde dich hinauslassen. Es ist furchtbar, dass ihr immer alle streiten müsst. Ich bleibe hier sitzen. Bis morgen. Oder übermorgen. Wie soll ich nur hineinkommen? Solltest du überhaupt hineinkommen? Das ist die erste Frage, weißt du? Was soll ich nur tun? Was immer du möchtest. Man könnte von all dem verrückt werden. Verstehst du? Ich wusste nicht, dass Grinsekatzen grinsen. Ich wusste nicht einmal, dass Katzen grinsen können. Du weißt nicht viel. Das ist eine Tatsache. Once I was close to the queen. Then she contrived my decline. At first I was second. Second I was third, and third I was fourth, and fourth I was fifth, like pearl before the swine. It must be done alive. Warum habe ich die Königin nur täuschen wollen? Jetzt werde ich sicher zum Tode verurteilt. Es ist zu spät. Zu spät! Nein, es ist noch nicht zu spät. Seht, sie hat euch einen Brief geschickt. Eine Einladung der Königin zum Crockett spielen? Ich kann mein Glück kaum fassen. Now I'm restored to the court. Now for the glory that's mine.
mein! Ich sollte dich wohl besser mitnehmen. Die bringen dich sonst innerhalb von 1-2 Tagen um. Grunz doch nicht. Das ist wirklich keine schöne Art, sich auszudrücken. Wenn du dich in ein Schwein verwandelst, will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Verstanden? Wenn er älter geworden wäre, wäre er bestimmt ein furchtbar hässliches Kind. Aber als Schwein ist er wirklich sehr süß. Miau. Hallo. Miau. Könntest du mir bitte sagen, welchen Weg ich von hier aus nehmen muss? Das hängt davon ab, wo du denn gerne hin willst. In dieser Richtung lebt dein Hutmacher. Und in dieser Richtung wohnt dein Faselhase. Besuche welchen du willst, sie sind beide verrückt. Aber ich will die Königin besuchen. Ich habe keine Lust, Verrückte zu besuchen. Das ist kaum zu vermeiden. Wir alle hier sind verrückt. Ich bin verrückt, du bist verrückt. Ich verrückt? Wenn nicht, wärst du wohl kaum hier. Woher weißt du, dass du verrückt bist? Zuallererst, ein Hund ist nicht verrückt. Siehst du das auch so? Ja, ich denke schon. Nun gut, ein Hund knurrt, wenn er böse ist und wedelt mit dem Schwanz, wenn er sich freut. Aber ich knurre, wenn ich mich freue und wedle mit dem Schwanz, wenn ich böse bin. Deswegen bin ich verrückt. Spielst du heute Crockett mit der Königin? Das würde ich sehr gerne dann tun. Dann treffen wir uns da. Miau. Seltsamer und seltsamer. Ganz nebenbei, was wurde aus dem Baby? Es wurde zu einem Schwein. Das dachte ich mir schon. Mal überlegen. In dieser Richtung wohnt der Faselhase. Sagtest du Schwein oder Schleim? Ich sagte Schwein. Und ich wünschte, du würdest nicht immer so plötzlich auftauchen und verschwinden. Na gut. Ich habe schon oft eine Katze ohne Grinsen gesehen. Aber ein Grinsen ohne Katze... Ich habe Angst vor diesem Kaninchen, wenn ich auch nicht weiß, warum. Schließlich ist es ja nur ein Kaninchen. Das muss das Haus des Faselhasen sein. Tee! Und ich bin so hungrig. Kein Platz, kein Platz. Nein, 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 nein. Da ist doch jede Menge Platz. Dein Haar muss geschnitten werden. Das ist jetzt aber sehr persönlich und äußerst grob. Möchtest du Limonade? Ich sehe gar keine Limonade. Da ist auch keine. Dann war es sehr unhöflich, mir welche anzubieten. Und es war nicht so höflich von dir, dich ungebeten hinzusetzen. Oh. Warum ist ein Rabe wie ein Reitersmann? Es ist ein Rätsel. Ich glaube, das kriege ich heraus. Meinst du, dass du die Antwort darauf finden kannst? Ja, ich denke doch. Du solltest sagen, was du denkst. Aber das tue ich ja. Wenigstens meine ich, was ich sage, und das ist doch dasselbe. Nicht im geringsten dasselbe. Warum? Du könntest ebenso gut behaupten, dass ich sehe, was ich esse, dasselbe ist wie ich esse, was ich sehe. Du könntest auch behaupten, ich mag, was ich kriege, ist dasselbe wie ich kriege, was ich mag. Du könntest ebenso gut behaupten, ich atme, wenn ich schlafe. Ist dasselbe wie ich schlafe, wenn ich atme.
Mit dir ist es genau dasselbe. Lasst uns alle einen Platz aufrücken. Was für einen Tag haben wir heute? Den vierten. Oh, um zwei Tage daneben. Weißt du, er ist letzten März verrückt geworden. Er war bei dem großen Konzert, das die Königin damals gab. Ich sang dort übrigens auch. Ich hatte kaum den ersten Vers fertig, als die Königin rief: Oh, er schlägt geradezu die Zeit tot. Schlagt seinen Kopf ab. Wie furchtbar grausam. Oh, aber ich habe die Zeit wirklich totgeschlagen. Und seit diesem Tag ist andauernd die Zeit. Twinkle, twinkle, little bat, how I wonder. Hier bin ich also. Zurück in diesem Zimmer. Ich scheine mich nur im Kreis zu drehen. Grinse, Katze. Bitte, bitte sag mir doch, welchen Weg ich nehmen soll. Das hängt davon ab, wo du hin möchtest. Das ist mir ganz egal. Dann ist es also egal, welchen Weg du nimmst. Solange ich nur irgendwo hinkomme. Das schaffst du bestimmt, wenn du nur lange genug läufst. Lange genug. Wenn du nur lange genug läufst. Jetzt bin ich irgendwo. Es ist der Grund des Meeres. Thank you.
ein herrlicher Tag für Crockett. Und um ein paar Köpfe abzuschlagen. Wie ist dein Name, Kind? Mein Name ist Alice, ehrwürdigste Majestät. Und wer sind die? Dreht sie herum. Steht auf! Lass das sein, mir wird ganz schwindelig. Was habt ihr hier getan? Wir dienen Euer Majestät. Oh, ich verstehe. Schlagt ihre Köpfe ab. Kannst du Crockett spielen? Ja, Eure Majestät. Dann spiel! Das scheint mir ein sehr schwieriges Spiel zu sein. Ihr wusstet doch, dass es um euren Kopf geht. Und der Zeitpunkt ist schon gekommen. Nehmt eure Spielzeuge, spielt das Spiel! Schlagt seinen Kopf ab! Ich kann keinen Kopf abschlagen, wenn es keinen Körper gibt, auf dem er sitzt. So etwas habe ich noch nie zuvor getan und werde jetzt bestimmt nicht mehr damit anfangen. Alles, was einen Kopf hat, kann geköpft werden. Alles, was ich sage, ist, wenn nicht in weniger als keiner Zeit etwas passiert, lasse ich hier jemanden hinrichten. Oder Schlimmeres! Da, meine Liebe, der Kopf ist weg. Na, magst du die Königin? Nein, überhaupt nicht. Sie hat so viel Aussicht zu gewinnen, dass es kaum Sinn hat, das Spiel zu beenden. Du kannst ein Kirschtörtchen haben, mein Kind. Aber da sind keine Törtchen, Majestät. Unsinn, ich habe sie doch heute Morgen selbst gemacht. Aber sie sind weg, meine Liebe. Die Törtchen sind weg, weil jemand sie gestohlen hat. Gestohlen? Meine Törtchen? Gestohlen? Dafür wird jemand leiden müssen. Schlag dir den Kopf ab! 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 Bevor unser Reich völlig entvölkert ist, solltet ihr nicht lieber herausfinden, wer es war? Ja, ja! Wer war es? Wer war es? Sie war's! Schlag dir den Kopf ab! Meine Liebe, sie muss zuerst vor Gericht. Wozu brauchen wir eine Verhandlung? Ich will ihr doch nur den Kopf abschlagen lassen. Nicht ohne Gerichtsverhandlung. Fair play, oder nicht? Stellen wir sie vor Gericht. Und dann schlagen wir ihren Kopf ab. Ja, das ist gerecht. Aufstehen, faules Ding. Alles okay? Komm her. Erledigt. So ein Spaß. Was ist denn so lustig? Du wirst bei Sonnenaufgang hingerichtet, nicht wahr? Bei Sonnenaufgang? Ja, sie richten die Leute immer bei Sonnenaufgang hin, nicht wahr? Ach, Vogel, hilf mir. Ich muss doch jemandem meine Geschichte erzählen. Ja, erzähl sie ihm. Ja, sie möchte dir eine Geschichte erzählen, nicht wahr? Sieh mal, ich... Ich muss dir erst meine erzählen. Keiner von euch darf ein Wort sprechen, bis ich fertig bin. Ich weiß nicht, wie er jemals fertig werden will, wenn er nicht anfängt.
Wer bist du? Ich war einmal eine echte Schildkröte. Jetzt bin ich eine falsche Kröte. Eine falsche Schildkröte? Das, woraus die Mock-Turtle-Suppe gemacht wird. König und die Herzkönigin. Habt ihr ein Urteil gefällt? Noch nicht, noch nicht. Wir haben vorher noch so einiges zu erledigen. Ich verlese jetzt die Anklage. The Queen of Hearts, she made some tarts. All on a summer's day. The Queen of Hearts, she made some tarts. All on a summer's day. Gentlemen of the jury, those tarts have been stolen. Ruf den ersten Zeugen. Bringt ihn herein. Bitte verzeiht, Euer Majestät, dass ich dies hier mitbringe. Aber ich konnte vorhin zu Hause meinen Tee nicht zu Ende trinken. Schreibt das auf. Es ist sehr wichtig. Ist das ein Beweis? Und werdet ihr nicht nervös, sonst lasse ich euch hinrichten. Haltet dieses. Ich hatte gerade erst mit dem Tee angefangen, seit einer Woche vielleicht. Und das Brot und die Butter waren so schrecklich dünn. Und der Faselhasel sagte... Nein, hab ich nicht. Hast du wohl? Nein, hab ich nicht. Er leugnet es. Lass diesen Teil weg. Was passierte danach? Gleich danach? Da habe ich mehr Brot und Butter geholt. Hört, hört. Du kannst jetzt gehen.
Schlag dem Türsteher den Kopf ab! Ihr erlaubt? Vielen Dank. Stets zu Diensten. Ihr Männer der Wache, holt den nächsten Zeugen! So, vergesst doch die Zeugen. Lasst uns mit der Hinrichtung beginnen. Nun gut, denn. Holt die Beschuldigte. Alice, habe ich recht? Hier. Also dann, was weißt du über diese Sache? Nichts. Schreibt das auf. Es ist sehr wichtig. Euer Majestät meinten sicherlich völlig unwichtig. Natürlich meinte ich unwichtig. Wichtig, unwichtig, wichtig, unwichtig. Regel 42, alle, die größer sind als eine Meile, müssen den Hof verlassen. Ich bin doch keine Meile groß. Bist du doch? Was? Zwei Meilen groß? Das ist doch kein Gesetz. Das habt ihr gerade erfunden. Das ist die älteste Regel im Buch. Dann müsste es die Nummer 1 sein. Hört, hört. Werft das Murmeltier raus. Euer Majestät, dieses Papier wurde gerade erst gefunden. Was steht drin? Ich habe es noch nicht gelesen, aber es ist von der Gefangenen. Das ist nicht meine Handschrift. Sie muss die Handschrift eines anderen nachgeahmt haben. Das beweist ihre Schuld. Schlagt ihr den... Lest vor. Wo soll ich beginnen, Euer Majestät? Fangt mit dem Anfang an. Lest weiter, bis ihr zum Ende kommt. Und dann Schluss. Sie sagten mir, du warst bei ihr, erzählten ihm von mir. Sie sagten, sie hielt viel von mir, wenn ich nur schwimmen könnte. Er schrieb ihnen, dass ich nicht ging. Wir wussten, es ist wahr. Wenn sie mit der Sache weitermacht, was wird denn dann aus dir? Ich gab ihr 1, sie gaben ihm 2, sie gaben uns 3 oder mehr. Sie kamen von ihm zu dir zurück, obwohl sie vorher meine waren. Sollten sie oder ich in diese Affäre verwickelt werden, so traute er dir zu, sie zu befreien, genau wie wir zuvor. Ich dachte schon, du wärest, bevor sie diesen Anfall hatte, ein Hindernis zwischen ihm und uns und jenem. Und sagt ihm nicht, dass sie ihn mag. Das muss vor allem geheim gehalten werden und bleibt zwischen dir und mir. Das ist der wichtigste Beweis hier heute. Und ihr wisst, was das bedeutet. Ich glaube nicht, dass das irgendetwas bedeutet. Die Geschworenen sollen ein Urteil fällen. Nein, sie sollen sich die Anklage ansehen. The Queen of Hearts, she baked some tarts all in a summer's day. The Knave of Hearts, he stole the tarts and took them quite away. Es ist leider wahr, was sie sagt. Der Herzbube hat die Törtchen gestohlen. Ach, wirklich? Ja, es ist nur so, sie ist der Herzbube. Und wer bist du dann? Ich bin Alice. Kaum zu glauben. Das ist doch Unsinn. Hüte deine Zunge. Werde ich nicht. Runter mit dem Kopf. Nein, wer fragt euch denn? Ihr seid nichts weiter als ein paar Spielkarten. Alle Karten flogen in die Luft und wirbelten auf sie herunter. Ihr entwich ein kleiner Schrei, halb aus Angst, halb aus Ärger. Ah. Und was passierte mit Alice? Nun, Alice merkte, dass sie am Ufer lag, mit dem Kopf im Schoß ihrer Schwester, die ihr sanft einige welke Blätter aus dem Gesicht strich, die von den Bäumen gefallen waren. Oh, ich hatte so einen seltsamen Traum, sagte Alice. Ein Traum? Ein Traum? Nein, nein, das war echt. Das war real. Aber Mr. Dutchson, es war doch real, oder nicht? Wer weiß? Thank you.